Modul 6 Betonung, Accento e Gruppo Accentuale. Es geht also um den Akzent und um den Wortgruppenakzent. Je nachdem, welche Silbe des Wortes betont ist, unterscheidet man im Italienischen zwischen Parole piane, die auf der vorletzten Silbe betont werden, wie andare, Parole sdrucciole, die auf der drittletzten Silbe betont werden, wie etwa pretendere, Parole bisdrucciole, die auf der viertletzten Silbe betont sind, wie zum Beispiel ospitano, und Parole tronche, abgebrochene Wörter, Parole tronche, die auf der letzten Silbe betont werden, die das auch meistens durch den Akzent kennzeichnen, auf dem letzten Vokal, verità und so weiter. Sehr viele Wörter sind Parole piane, werden also auf der vorletzten Silbe betont. Nun zur Betonung noch einmal bei den einzelnen Wörtern. Sehr oft gibt es Bedeutungsunterscheidungen, ob der Akzent auf einer Silbe oder auf einer anderen Silbe liegt, wie etwa bei den folgenden Beispielen, aber das sind natürlich nur Beispiele. Sie werden sicher noch öfter auf andere Dinge auch stoßen. L'ancora, der Anker, im Unterschied zu non ancora, noch nicht, ancora, noch. Ancora und ancora. Impari, ungleich, also non pari, nicht gleich, sondern impari. Aber von imparare, tu impari, du lernst. Vengo subito, ich komme sofort, subito, zum Unterschied von ho subito un danno, ich habe einen Schaden erlitten, subito von subire, also Partizip Perfekt von subire wäre dann subito, ho subito. Il tendine, die Sehne, zum Beispiel il tendine d'Achille, auf der ersten Silbe betont, aber le tendine werden die Vorhänge. Bei mehrsilbigen Wörtern werden unter bestimmten Bedingungen auch Nebenakzente gesetzt. Beim schnellen Sprechen können sich diese Nebenakzente auch verschieben, abschwächen oder überhaupt wegfallen. Auch der Hauptakzent kann sich je nach rhythmischem Kontext verschieben. In der Wortgruppe sieht es wieder etwas anders aus. Im Italienischen spricht man von Gruppo Accentuale, also ein Wortgruppenakzent, bei jenen Wörtern, die sinngemäß eine Einheit bilden, also ein Syntagma darstellen und einen Hauptakzent tragen. Zum Beispiel Ausdrücke wie il tuo cane, non te lo dico, se ne andò, non ho detto niente, mamma mia che bello, me l'avete promesso. Da die meisten italienischen Wörter auf einen Vokal enden, die Worte innerhalb eines Syntagmas zusammengehängt werden und meist nur ein Akzent gesetzt wird, klingt das wie ein Wort. Il tuo cane, non te lo dico, se ne andò. Me l'avete promesso. Italienisch-Neulinge haben dann den Eindruck einer schnellen Sprechweise und können kaum die einzelnen Worte erkennen. Zum Ausprobieren laden Sie sich den Text herunter und unterstreichen Sie die Wortgruppen, setzen Sie einen Hauptakzent und lesen Sie laut zur Kontrolle. Schließlich können Sie Ihren Text mit dem Kontrolltext vergleichen, wenn Sie wollen.